Herr Marx, Sie ja, auch im Rad unterwegs. Oberholz. Nicht schlecht, nahe der Uni. Ja, ja Luca, du hast dein aufregendes Hobby Wirtschaftsingenieurwesen, verfolgst du sehr intensiv, hast aber zur Absicherung nochmal eine Karriere als Mountainbiker. Exakt, ja? So habe ich es mir überlegt. Ja nicht, ja? So habe ich mir überlegt, als ich 4 Jahre alt war. Jetzt müssen wir hier kurz aufpassen. Genau. Ja, so ist es. Ich fahre eigentlich schon immer Rad. Und es wurde dann irgendwann professioneller. Und nach dem Abi habe ich dann tatsächlich eine Zeit lang als Profi in Freiburg gewohnt. Ja. Es war aber dann tatsächlich auch nicht so eine besonders erfolgreiche Zeit im Radsport für mich. Und dann dachte ich, eigentlich hat mir das Schulsystem eher ein bisschen zugesagt, dass ich auch eine mentale Ablenkung habe vom Sport. Und gleichzeitig ist es natürlich auch super, irgendwie was Zweites in der Hand zu haben, weil Sport ist natürlich alles andere als super zukunftssicher. Und somit habe ich dann hier in Esslingen angefangen. Und auch wenn ich mich am Anfang ein bisschen durchbeißen musste, da bin ich fast ein bisschen ziemlich auf die Schnauze geflogen, habe ich es jetzt immerhin schon mal bis ins 5., 6. Semester geschafft und hoffe, dass ich das dann bald abschließen kann. Sau cool, also finde ich schon echt ihre Leistung, vor allem wenn man mal so ein bisschen im Internet rumbrausert und sieht, was du da sonst noch alles so machst. Mhm. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.